Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal Kreativ for All. Heute möchte ich mit euch eine Geschenkkarte basteln, die aussieht wie ein Geschenk, wenn sie zu ist. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt im Video. Bleibt einfach dran. Zuerst benötigen wir ein Maß von 12 mal 22 cm. Das falzen wir auf der einen Seite bei einem Zentimeter. Die lange Seite oder die kurze Seite auch bei einem Zentimeter. Und jetzt haben wir ja 21 cm. Das muss dann noch mal bei 10,5 oder 11,5, wenn ihr da die Falz habt auf der Seite, gefalzt werden. Also, das ist die Seite, wo die Falz ist, die Klebelasche. Von da bis zur, also von der ersten Falz bis zur zweiten Falz sind es 10,5 cm. Und dann machen wir weiter. Als weiteres brauchen wir noch ein Stückchen Farbkarton, ebenfalls in Grundweiß. Und zwar diesmal 8 Zentimeter. Auf 10,5. Und von der kurzen Seite, also von der 8 cm, muss ich 4 cm falzen. Dann mache ich gleich mein Designpapier. Und da brauche ich 10,5. Und zwar zweimal jeweils 10,5 zweimal. Machen wir 10,5 und 3,5. Das ist die eine Seite, damit sie zusammenpassen. Und dann nochmal 10,5. Nochmal 3,5. Nächstes brauche ich noch einen Streifen von 2 cm auf 12 Inch oder 30,5 cm. Dann braucht man noch einen kurzen Streifen. Machen wir nochmal einen zweiten Streifen von 2 cm. Es wird gefaltet. Einmal das kurze Stück, dann schneiden wir hier ein. Die Falz wird komplett rausgeschnitten. Dieses Quadrat schneiden wir auch raus. Können wir gleich so quer abschneiden und dann falzen wir noch. Und
können jetzt, da schneiden wir einfach auch noch ein Stückchen weg. Jetzt können wir es verkleben. Als nächstes suchen wir uns hier ein Teil zum Verkleben schon aus. Das wird jetzt auch so rum beklebt. Ne? Ist jetzt falsch gemacht. Also doch nochmal schnell schauen. So rum. Genau, Seiten verkehrt. Das wird hier so rangesetzt. Also muss das so rum. Drehen wir das Ganze um, machen das Gleiche nochmal, schauen, wo es hinpasst. So. Dann nehmen wir uns den einen Streifen und legen ihn uns so auf. Dann wird er drauf geklebt. Dann schauen wir, dass das hier aufklappt und da tun wir vorsichtig schneiden.
knicken wir uns noch um. Das knicken wir uns hier rum. Schauen auch, dass es genau da passt. Wenn wir es umgedreht haben, und kleben den Rest auch auf. Können wir auch von der Seite vorsichtig hier entlang schneiden. Und dann sieht das ganze Paket am Schluss so aus, als wäre es eine Naht. Mit dem Teil mache ich jetzt noch eine Schleife. Als nächstes brauche ich noch grundweißen Farbkarton in den Maßen 10 auf 14,4 cm und das wird jetzt hier einfach eingeklebt. Das da rein, schauen, ob es auch passt. Passt perfekt. Unsere Schleife kleben wir jetzt hier noch ein. Dann brauchen wir nur noch einen schönen Spruch. Da habe ich mir die süßen Zuckerstangen, Freude zum Fest, möchte ich da wieder nehmen. Und dann werde ich es einmal in Grundweiß aufstempeln und in Aquamarin wird das dann nochmal dieses Schildchen ausgestanzt. Thank you.
Das war meine Karte als Geschenk verpackt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, eure Nate. Tschüss! Wenn ihr noch den Geburtstagsplaner haben möchtet, dann schaut unten in die Infobox, wie ihr den bekommen könnt. Hallo, ich bin's nochmal. Schön, dass ihr noch nicht abgeschaltet habt. Ich freue mich über jeden Kommentar. Einen Daumen nach oben. Unten gerne die Glocke, damit ihr mal wisst, wann ein neues Video von mir kommt. Auf der einen Seite könnt ihr mich abonnieren und auf der anderen Seite gibt es ein oder zwei alte Videos. Bis dann, eure Nate von Kreativ4All. Tschüss!